Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Ja, ich habe jetzt das neue Mikrofon, ein Segen mit Mikrofonarm und Popschutz. Und da bin ich sehr froh drum. Wir sind jetzt mittlerweile schon in bei Green Hell hier bei der Version. Hallo, ich komme da nicht dran. Kann ich springen? Hallo? Ach, ich bin total fertig mit der Welt. Ich muss eben kurz ein Ründchen pennen, war. Eine Sekunde. So, ich habe das Auna 920B. Und wie ich hier das erkenne, ist das ziemlich gut gerade. Ich hoffe, euch gefällt es auch. So, jetzt ist die Banane natürlich weg. Und ich kann nichts sehen, weil die Sonne mitten auf mitten auf meinem Monitor scheint. Wo war die noch? Ich kann sie nicht mehr sehen. Da. So, und weg ist sie. Mein Gott, ich kann echt nichts sehen. Also das wird jetzt eh erstmal eine Probeaufnahme. Kann natürlich sein, dass das ein bisschen mehr wird. Da liegt ein großer Stein auf meine... Nein, ich wollte es nicht nehmen. Kann ich den werfen? Nee, nur fallen lassen. Alles klar. Knochen? Nein, ich wollte nicht nehmen. Sammeln. Sprache Nadeln, wa? So, ich muss irgendwie gleich mal gucken, dass ich das mit dem Fenster hinbekomme. Einen Blick, ich mach das mal eben zu. Ansonsten kann ich nichts machen, ne? So, super. Zumachen hat funktioniert. Stöpsel ins Ohr, richtig hinsetzen. Und dann sollte es funktionieren, ne? So, ich sehe jetzt wieder was. Auch wenn es gerade ein bisschen dunkel ist im Spiel. Jetzt habe ich natürlich auch meine Daten verlegt. Verdammte Hacke. Scheiße. Oh, ich glaube hier. Ups, ich glaube, ich habe es gefunden. Die Sachen, wo ich die, wo meine Basis ist. Es kommt heute Green Hell, weil ich noch ein bisschen testen wollte. Wo ist mein Schlafding? Ist das? Ja. Ich brauche was zu essen. Wie gut, dass wir was gefunden haben. Boah, ich habe ja haufenweise Bananen. Essen, essen. Die esse ich auch direkt mal. Alles direkt schön in die Höhe. Jetzt nicht mehr. Okay, Proteine sind alle super. Den brauche ich nicht mehr. Eigentlich könnte ich dann doch schon losgehen. Wie spät haben wir es denn? 1.14 Uhr. Okay, nee, dann würde ich lieber noch ein bisschen schlafen. Damit es ein bisschen heller ist. Ne? Wir müssen ja nicht im Dunkeln rumlaufen. Und zwar bis jetzt. Jawohl. Wir haben wieder schönen Tag. Das heißt, ich kann jetzt mal laufen. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob das Mikro so gut ist, also ob gut genug eingestellt ist. Wenn nicht, dann werde ich das nochmal anders einstellen. Ein Seil bräuchten wir. Dann haben wir alles voll. 10 Seile. Wieder. Ach, ich wollte noch. Verdammt, jetzt weiß ich, wo ich hin wollte. Ich muss wieder zurück. Und zwar wollte ich eigentlich. Oh, ich glaube, ich bin hier sogar ausnahmsweise mal richtig gelaufen, rein per Zufall. Ich wollte ja zu dem. Zum Meer wollte ich euch ja zeigen. Genau, das ist mir gerade noch eingefallen. Und hier waren wir, glaube ich, vorher schon. Das ist jetzt ein bisschen länger her, wo ich das gespielt habe. Müsste aber hier entschuldigen. Ich habe auch was vor mit dem. Warte mal, ich nehme es direkt mit.
mit Alien. Das werde ich euch aber dann berichten, wenn wir bei Alien dran sind. Also ich denke mal morgen. Morgen oder übermorgen. Aber die zwei sind weg, dann das ist nicht so schlimm. Also ich gehe jetzt extra hier dran vorbei und die Banane hole ich mir auch noch. Kommt auf einmal mehr Bananen hier an. Habe ich ja noch nie gefunden, so viele. So, hier war ja eh nichts mehr. Das heißt, hier kann ich also getrost dran vorbeigehen. Ein bisschen ruckelt das ab und zu nochmal, das Spiel. Aber soweit dürfte die Performance eigentlich gut genug sein. Moment. Ein Gürtel hier. Hab ich getroffen? Tatsächlich. Ich hab's getroffen. Nicht cool an. Ach, ich habe Blutegel. Ich hab ein Egel. Nimm mit. Noch zwei Stück, da müsste noch einer. Genau, da ist er. Sehr gut. So, jetzt haben wir genug Fleisch erstmal. Das heißt, ich muss jetzt nur noch eine Stelle finden. Was ist das denn da? Ach, das ist nur ein Baumstamm. Wo, was? Oh, die Sau. Oh. Hätte ich aber sehr spät bemerkbar gemacht, die alte Sau. Da. Verdammt, das war jetzt nochmal gut gegen gegen Bisse. Anti-Stress-Wirkung. Okay. Kratzer Schramme, vergiftete Wunde. Bekannte Behandlungsmethode. Kleinere Giftmengen werden vom Körper mit der Zeit natürlicherweise abgebaut. Erneut neutralisiert. Bei großen Giftmengen ist es nötig, einen Verband in Kombination mit einer Pflanze mit antiveninen Eigenschaften einzusetzen. Okay, warte mal. Ich versuche mal was. Kuh beenden. Ich habe doch bestimmt. Test einfach mal. Okay, kotzt dich frei. Spaß dabei. Scheiße. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ah, das war's. Sehr gut. Schön. Ich bin geheilt, sozusagen. Oh, oh. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder was essen, weil ich habe ja gerade eben an den ganzen Rotz ausgekotzt. Ah, Flüssigkeit. Wäre natürlich nicht schlecht. Das heißt, ich bräuchte. Das ist ein See. Ich habe gedacht, ich bräuchte eine Nuss. Kokosnuss. Also muss man jetzt hier immer mehr aufpassen, dass hier, dass man hier nicht irgendwo reintritt. Oh, Nüsse. Das ist auch sehr gut hier. Die Nüsse. Aber besser wäre mal eine Kokosnuss. Oder 2, 3, 4, 5.
Warte mal, warte mal, warte mal. Verdammte Hacke. Jetzt aber. Wie, das geht nicht. War da noch eine Spinne? Ich habe keinen Bock mehr. Das geht nicht. Das ist nicht gut. So, jetzt irre ich halt hier ein bisschen nochmal durch die Gegend. Ich glaube, ich war hier auch schon. Und hier soll es aber auch neue Tiere geben, soweit ich weiß. Hey? Oh, zur Schande. Nicht gut. Ich brauche einen Drink. Ich sollte eigentlich am besten zu meiner Hauptbasis zurückkehren, weil ich da ja meinen meinen Wasserspeicher habe. Ich glaube, wir sind sogar hier drüber gekommen. So, das heißt, ich muss... wo ist er? 42,25. 42 West, also mich nach Osten. Und dann 25 Süd. Muss ich da lang. Alles klar. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Ah, ist das schon wieder ohnmächtig werden. Verdammt. Das Fleisch, das gute Fleisch. Okay. Hier ändert sich nichts. Siebenundzwanzig. Oh, die sind gut hier. Aber da noch mehr? Eine, zwei, drei. Das ist aber nur Kohlenhydrate, ne? Das ist halt nicht so gut. Ich brauche Flüssigkeiten. Dafür brauchen wir die. Oh, hallo. Tabakblatt sind immer gut. So, haben wir schon mal einen guten Verband, ne? So, mehr ist da nicht. Aber mir fehlen immer noch ein paar Kokosnüsse. Glaube ich überhaupt noch richtig? 45, 26, sehr gut. Also ich glaube, da vorne ist das auch irgendwo. Gibt ja echt neue Geräusche. Ich habe gedacht, da lägt eine Nuss. Sowas, ja, den brauche ich nicht. Ah, schon wieder. Nervensägen. Na, bevor ich ohnmächtig werde wieder. Okay. Okay, okay. Bin aber gespannt, ob das Video so gut läuft. Ansonsten muss ich ein neues machen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist eher erstmal überlegen, ob ich das als Test mache nur. Weil hier irgendwo...
Verdammt. Zweiundvierzig, 25, nicht 22. Hallo, ich hänge irgendwo fest. Das ist jetzt hier in der Lagune, das, was ich gesucht habe. Verdammt. Das war es nicht. Gott, jetzt wird es auch noch dunkel. So, ich gehe mal da lang, wenn er mich lässt. Hallo? Ich sollte eigentlich... Eigentlich sollte ich fast da sein. Zweiundvierzig, 25. Kann nichts sehen. Oh, toll. Oh, ein Segen nicht runtergefallen. Hauptsache, wir haben jetzt wieder Tag. Ich sehe wieder etwas. So, wir sollten normalerweise 42, 25 sollten wir eigentlich da sein. Da ist es nicht, oder? Verdammte Axt. Habe ich jetzt den falschen Zettel? Aber hier ist es ja anscheinend nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Hab mich sowas von verlaufen. Ach, nee, echt, ey. Verdammt nochmal, es müsste hier sein. Wenigstens etwas zu trinken. Es regnet gerade, also deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal hier. Ich werde eh. Genau, jetzt in Ohnmacht fallen. Vielleicht haben wir es ja dann sogar Tag. Oh Mann. Ist aber noch ein zweiter liegen. Ah, toll. Super. Ich habe da extra eine 1 dran geschrieben, das heißt, es sollte eigentlich hier sein.
Von daher muss ich mal wohl 45, 32 Süd. Ja, nicht sein, dass ich Süd, also so da lang. Also das ist das zweite, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Die gucke ich jetzt noch nach und ansonsten weiß ich, dass ich den falschen Platz gewählt habe. Vielleicht laufe ich ja rein per Zufall an meine richtige Stelle. Habe ich da oben? Nee, ne? Hm. Irgendwie kommt mir das bekannt vor hier alles. Warte, ich muss erstmal wegmachen, bevor ich da reinfalle. So, denn ich werde jetzt nämlich wieder ohnmächtig werden. Ich hätte schwören können, das wäre hier gewesen. Was wir hier an der Stelle gemacht haben. Nee. Das sieht alles im Dschungel so gleich aus. Okay. Gehen wir dann mal. Ich gehe jetzt eh mal kurz schlafen. Nein, ich hab... Oh, nein. Ach, Mist. Ich hab Egel an der Finger. Ich habe Glück gehabt. Das war nur der eine. Das war die Tote, ne? Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit der... Okay, alles klar. Also muss ich Neues holen. Schlange. Sehr gut. So, was sagt das Wert? 45, 32. Das heißt also, ich gehe am besten mal so rum. Ich wollte am besten also hier an der Wand lang gehen. Okay. Das ist natürlich perfekt. Ich kann nicht mehr springen. Komme nicht mehr weg da. Ein Segen. Ich muss da runter. Ich brauche zu trinken. Haben wir gerade ein Fels daraus drin? Nein. Schade. So, was zum Feuer machen. Ich weiß, ich sollte gucken, ob ich meinen Homie finde, aber ich brauche ja natürlich auch was zu essen, ne? Was denn, da habt ihr gesehen? Der Speer hing falsch rum. Also die vier Zacken hingen nach außen. Naja. Übermüdet bin ich jetzt. Kommt noch mit dazu. Nein. Oh, Mann. Ich muss mir irgendwo irgendwas bauen, damit ich irgendwo pennen kann und eventuell Feuer machen kann, zum Essen machen. Und ich bin überladen. Kann ich die nämlich wieder wegschmeißen, genau. Das mit Wasser hört sich cool an jetzt.
Und den anderen Ballast. Oh nee. Super. Also wenn wir nicht bald irgendwas zu schlafen finden, Zimmer geliefert, spielt unser Geist uns was vor. Eine Höhle. Ja, das ist eine Höhle. Das heißt, wir können da erstmal uns eventuell ausruhen. Dann werde ich mal ein bisschen Schlaf, was zum Schlafen hinlegen. So, und zwar hier. Nee. Das Tagebuch einmal. So, wo haben wir Betten? Das hier. Ich brauche nämlich nur das Palmblatt. Blatt. So. Hm? Ach so. Ja gut, ne? Das Bettle baue ich noch mit euch und werde dann noch pennen. Bisschen. Schlaf, starchen gehen. Aber nicht so schnell rennen. Brauchen ein bisschen Kraft, ne? Eine Bananenblätter. Ich probiere das mal hier mit. Oh, halt, stopp. Ich habe noch. Ah, super. Sehr schön. So, die Palmblätter hier mitnehmen. Bin schon wieder im roten Bereich. Das wird natürlich sehr, sehr toll. Ich wollte noch was. Essen. Habe ich noch was? Bisschen Energie noch, weil ich brauche das. Die Axt sagt auch nicht mehr viel. Die bringt nicht mehr so was. Wahnsinnig viel. Drei, vier habe ich noch. Oh, alles klar. Alles klar. Schlafen wir nochmal ein Ründchen. Schon dieses Schlafmangel hoch 2. Und wir haben wieder. Oh Mann, ey. Oh, gib mir schon den fucking Ding hier. So, danke. Ah, das war ja mal richtig. Habt ihr das gesehen? Das hat sich bewegt. Geht. So, wo sind jetzt die Blätter hin? Boah, ich habe gezaubert. So, schön vorsichtig gehen, ne? Oh, sorry, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen. Au. Okay.
Schnack. Und so, um hoffen, dass das hiermit reicht. Weil der Schlafmangel zerrt doch ganz schön an mir. Jawohl. So, dann würde ich vorschlagen, ich baue hier noch ein Feuer, wenn das geht. Hallo? Ach da. Aber ohne Steinring. So, dann schlafe ich mal kurz. Sollte reichen. Ach, guck mal hier. Geh, bitte, 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 bitte. Yes. Boah, aber gerade eben noch. Kriegt genauso jubeln wie der. Super. Super, super. Was man mit dem bloß machen kann? Nee, zerstören würde ich den nicht. Ich würde gerne ein paar Pfeile bauen. Ich habe ja jetzt einen Bogen. So, erstes Fleisch ist fertig. Das auch. Oh Mann, wir brauchen unbedingt zu trinken, Leute. So, je nach, wenn ich die fertig habe, dann gehe ich mal raus und schaue noch mal eben nach hier. Kokosnüssen, genau. Kokosnüssen. Das ist gut, dass Kokosnüsse könnten wir eigentlich auch von den Bäumen schießen, aber wir sind gerade im Gebiet wahrscheinlich, wo keine Kokosnüsse fallen. Tja, das ist natürlich blöd. Das heißt, wir schlafen einfach noch ein Ründchen. Oder ich gehe mal auf anderen Ausgang. Nee, das ist zu weit, weil dann muss ich da oben rüber und so weiter und so fort. Das ist alles blöd. Sieht richtig geil aus, so wenn das so durch den an den Dingern vorbei geht. Das hier, der Schein, der Sonnenschein. Das sieht echt richtig echt aus. So, entschuldigt bitte. Mein Stuhl knarzt ein wenig. Ich brauche unbedingt mehr Schlaf. Aber die zwei muss ich noch machen. Was wie? Ach, leck mich doch. So, falls es regnet, ne, habe ich wenigstens etwas zu trinken da. Natürlich sehr clever gemacht, das Feuer dahin zu machen. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich verbrannt. Natürlich. Und ich habe keinen Verband. Na toll.
Ja, ich werde dann auch hier weitermachen, bis ich dann schlafen kann. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis morgen. Bye bye. Na super.